Und Eukalyptus. Hier ist gerade mein. Mein Armband kaputt gegangen. Läuft bei mir. Und zwar geht es sich heute um. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Rituals Tutorial für euch. Und zwar stelle ich euch heute 3 Reihen vor von den Rituals Produkten, unter anderem für die Haut, für den Körper und für die Haare. Fangen wir mal an mit den Produkten für die Haare. Und zwar habe ich diese 2 Proben von dem Aufenthalt in dem 5-Sterne-Hotel in Scheveningen mitgenommen. Das waren alles so kleine, ja, Giveaways von dem Hotel an uns und deswegen haben wir die bekommen. Wir waren auch nochmal im Spa-Bereich und haben dann auch nochmal jeweils, ich glaube, 6 Stück bekommen, einfach so zum Mitnehmen als Präsent. Und ich muss sagen, dieser Conditioner von Rituals ist echt richtig gut. Das ist der, ich lese euch das vor, Organic Arganöl und Eukalyptus. Hier ist gerade mein Armband kaputt gegangen. Läuft bei mir. Okay, machen wir weiter mit einem Armband. Und zwar, genau, mit Eukalyptus. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich gut. Man hat danach ein sehr, sehr gepflegtes Haar. Es riecht auch nach Eukalyptus. Es hat aber auch einen ganz frischen, angenehmen Geruch dabei. Also es ist jetzt nicht so, als ob man denkt, oh mein Gott, man macht sich Kräuter auf die Haare. Nein, das ist nicht so. Es ist ein richtig schöner, angenehmer Duft. Und die Haare sind danach richtig schön gepflegt, meiner Meinung nach. Und für einen Conditioner, damit man einen seidigen Effekt hat und die Haare sich nach dem Waschen eben viel schöner und nicht so strohig anfühlen, ist er wirklich richtig gut. Ja, und da bin ich wirklich begeistert von. Davon werde ich mir eventuell auch die Originalgröße kaufen. Dann gab es auch noch dazu natürlich das passende Shampoo im Hotelzimmer. Und das ist einfach nur ein Shampoo. Es ist von dem Duft ähnlich wie der Conditioner. Es riecht etwas süßlicher. Und vielleicht, also wahrscheinlich ist doch kein Eukalyptus drin. Es riecht eher blumig bis orangig. Es hat so einen angenehmen Duft. Ich finde sowieso, dass die Rituals-Produkte immer sehr, sehr angenehm riechen. Und ja, die Haare sind danach auch super schön glänzend und in Kombination mit dem Conditioner ist das wirklich ein richtig cooles Produkt. Und ich bin sowieso seit München mega auf Rituals und finde die Produkte richtig gut. Ich habe sie für mich entdeckt und deswegen kann ich euch die 2 nur empfehlen. Kommen wir mal zu dem Bereich Gesicht. Und zwar wisst ihr ja eventuell aus den letzten Videos, dass ich auch, wenn ich sehr viel Stress habe, an Neurodermitis leide. Leider, leider. Und dafür brauchte ich ein Produkt. Ich war sehr unzufrieden. Ich habe mich vorher immer nur mit Wasser gewaschen und versucht, irgendwie alle Make-up-Reste wegzubekommen. Ja, und letztendlich habe ich kein passendes Produkt für mich gefunden. Als wir dann aber in München waren und im Rituals Shop waren, hatte ich so eine tolle Mitarbeiterin, Verkäuferin von Rituals. Die hat mich so gut beraten. Ich habe ihr meine Probleme erzählt und sie ist echt richtig gut drauf eingegangen. Letztendlich hat sie mir dieses Produkt empfohlen und hat mir auch gesagt, wenn mir das nicht gefällt, kann ich es entweder hier oben in Düsseldorf oder in München innerhalb der Zeit, die ich noch unten war, wieder zurückgeben und bekomme mein Geld zurück, obwohl ich es benutzt habe. Und das fand ich eine ganz faire Sache und deswegen habe ich das auch mitgenommen. Ich habe es da natürlich auch ausprobiert und war da schon sehr angetan davon. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist 2-mal täglich in Gebrauch. Ich benutze es morgens und abends. Es ist für Neurodermitiker ein sehr, sehr gut geeignetes Produkt. Ich habe seitdem sowieso keine Neurodermitis mehr gehabt, aber es kommt auch davon, dass es mir seelisch relativ gut geht und
dass ich jetzt nicht irgendwie unter großartigem, riesigem Stress leide momentan oder es hält sich in Grenzen. Deswegen bricht es auch nicht aus. Aber durch dieses Produkt bekomme ich es gar nicht. Wenn ich mir normale Seife oder so aufs Gesicht gemacht habe, dann ist die auch gekommen, die Neurodermitis, weil da eben sehr viel Parfüme drin sind und so weiter und mein Gesicht das überhaupt nicht verträgt. Dieses Produkt heißt Creamy Form Cleanser und ist mit Lotusblumen versehen und Moringa-Extrakt, wobei ich da echt nicht weiß, was das jetzt genau ist. Es hilft aber wirklich sehr. Jeder, der Neurodermitis hat oder Probleme mit der Haut, dem würde ich empfehlen, mal diese 12 Euro zu investieren. Ich benutze es jeden Abend und mache mit circa ein bisschen mehr als eine Erbse auf die Hand, mache warmes Wasser drauf und benutze es fürs komplette Gesicht. Gehe richtig zwischen die Fältchen und hole mir da mit dem Schwämmchen und wieder heißem Wasser diese ganze Make-up-Sache, die ganzen Reste wieder vom Gesicht runter. Ich mache das morgens und abends. Auch morgens, ja. Ich bin morgens natürlich total clean, aber ich benutze es morgens trotzdem, um meine Haut vorzubereiten, nochmal Feuchtigkeit zuzuführen und dann natürlich meine Thermalwassercreme von Avene. Das ist aber ein anderes Thema. Heute geht es sich ja um Rituals und wie gesagt, ich kann euch die wirklich nur empfehlen für 12 Euro und man kann sie auch wieder zurückbringen, falls sie wirklich nicht das erfüllt, was ihr wollt. Kommen wir jetzt zum größten Bereich, den ich besitze, und zwar ist das für den Körper. Ich fange mal wieder an bei den kleinen Proben. Die habe ich auch, genau wie die für die Haare, von dem Hotel aus Scheveningen mitgenommen, von dem Kurhaus. Und es ist so, dass ich beide benutze, je nachdem, wie ich Bock habe, weil sie sind sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier einmal das von der Buddha-Serie. Das ist dieses Bath and Shower Gel. Das riecht auch sehr orangig und hat einen super belebenden Duft, aber ich kann es nicht einordnen. Es ist aber ein so angenehmer Duft. Man riecht nach dem Duschen, so das Bad riecht. Jeder fragt einen, was hast du denn benutzt? Das riecht so toll. Und deswegen finde ich das hier zum Beispiel richtig gut. Und das heißt einfach nur The Rituals Happy Buddha. Riechen tut es gleich und es sind beides eben Schauergele. Jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich richtig abnormal liebe. Denn auch die sind von München. Und ich habe mich da natürlich nicht nur fürs Gesicht beraten lassen, sondern auch für den Körper. Ich liebe es, wenn man frisch geduscht ist und wenn man beim Duschen ein hochwertiges Produkt auf die Haut macht. Und auch hier achte ich auf die Verträglichkeit. Und in dem Fall ist das hier ein Öl. Es ist sehr flüssig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Die Flasche ist so leicht transparent. Und es ist ein komplettes Öl, das zum Reinigen da ist. Man kann davor natürlich oder beziehungsweise danach auch nochmal mit so einem leichten Schwamm drüber gehen, dass man mit dem Öl die abgestorbenen Schuppen runterholt. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Ich mache euch hier mal ein bisschen drauf. So, wie ihr seht, das ist schon echt viel. Es ist orangefarben. Und riecht auch wieder sehr, 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 sehr frisch. Und wie gesagt, es ist ein Öl, deswegen glänzt die Haut auch. Sie wird aber richtig gut versorgt mit der Feuchtigkeit und trocknet nicht so schnell aus. Genauso wie das eben halt auch im Winter sein soll. Ich glaube, das ist einfach auch nötig für manche Haut und man pflegt die Haut dadurch. Und eine gepflegte Haut ist so viel wert. Das ist das größte Organ, das wir haben. Und darum sollte man sich auch kümmern, ne? Ja, auf jeden Fall ein Produkt, das ihr wirklich mal ausprobieren solltet, weil es sehr, sehr gut ist. Und man kommt ganz lange überhaupt mit allen Produkten aus, da sie ja, sehr gut konzentriert sind und man sehr wenig davon braucht. Als letztes habe ich von dem gleichen Produkt quasi noch einen Schaum und das ist auch der Rituals of Dao Schaum
Und ja, da ist es eben auch so, dass man das ein bisschen schüttelt. Dann kommt das erstmal flüssig raus. Moment, da. Flüssig. Und sobald man das benutzt, schäumt das auf. Und es wird ein sehr, sehr kompakter Schaum, der aber mega zart auf der Haut ist. Und das wird wirklich, also so zart, die komplette Haut. Und ich benutze das für den kompletten Körper bis zum Hals. Und ab hier benutze ich natürlich mein Cleansing-Produkt von Rituals. Aber es ist echt ein richtig, richtig tolles Produkt. Eure Haut ist sehr, sehr gepflegt danach und sieht auch wirklich schön aus. Ihr seht schon, ne? Sie sieht viel, viel frischer aus und vitaler, nicht so ausgetrocknet. Und ja, das ist die andere, ne? Also es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl und deswegen benutze ich diese Produkte auch richtig gerne. Ja, und das war es auch schon wieder von meinem kleinen Video. Ich hoffe, es sprengt nicht die Norm wie sonst alle anderen Videos. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dürft ihr natürlich gerne den Abonnier-Button klicken. Das ist für jeden kostenlos hier auf YouTube. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass ihr mir mal einen Daumen nach oben gebt, damit ich sehe, wie ihr die Videos findet, damit ich auch ein Feedback bekomme oder ihr hinterlasst mir ein liebes, nettes Kommentar. Dann weiß ich auch, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super, super, super schönen Tag und einen schönen Start und guten Start ins Wochenende. Genießt es und bis bald.